Ja, wir spielen jetzt Assassin's Creed Unity. Das ist doch ziemlich sinnvoll. Ja, und wir sind in der letzten Sequenz, nein, und genau, und ja, auch in der letzten Erinnerung. Stimmt, genau. Es geht einen Riesenschritt aufs Finale zu Jill. Ja, und die nehmen wir jetzt an. Schleich dich mal an sie ran. Das war eigentlich nicht mit Absicht, dass ich da geschlichen bin. So, it all comes to this. Germain is hiding somewhere in the temple. Also er versteckt sich im Templerorden. Nee, im Tempel wirklich ist diesmal gemeint. Also dieses Gebiet da. Ja, Tempel. Also, okay, das geht. Dann mal los. Ja gut, ja. Wir haben versucht, noch ein paar Sachen abzugraden, aber leider hatten wir nicht genug Geld, um noch so viele Sachen zu kaufen, dass wir auf Level 5 noch kommen. Aber wir haben ein bisschen Gesundheit ihm geschenkt. Oh, genau. We should split up. I'm not sure that's... Less chance we both get caught that way. I suppose that's true. We'll rendezvous inside. If you get a shot at Gemma, you take it. Germain's built himself quite a fortress. I can't see any weak spots. Okay, super, toll. Na, der gibt's doch bestimmt. So, es sind nur noch 62 Flaggen. Okay. Und 9 Eingänge, da werden wir wohl einen finden. Aber ganz schön wenige Alarmglocken. Hoffen wir mal, dass wir die nicht auslösen, Gio. Hat die Elise noch irgendwas Interessantes gesagt? Ich hatte gerade keinen Sound und habe das... Nein, nur, dass wir uns aufteilen und falls wir den sehen, dann sollen wir ihn erschießen. Aha, okay. Habe ich mir irgendwie auch schon gedacht. Ja, dann schleiche ich vielleicht einmal rum. Also ich würde es nicht durch den Haupteingang gehen. Ja, also ich dachte, ich schleiche mich einmal um... Also nicht schleichen, ich laufe einfach einmal rum, weil im nicht roten Bereich, nicht rot-grünen Bereich sollte ja nichts passieren. Genau. Dann können wir überall einmal mit Adlerauge schauen, ob wir irgendwas sehen. Ah, das ist wirklich der Tempelbezirk hier. Und da, genau. Vielleicht gibt es ja auch so einen geheimen Eingang durch die Kanalisation oder so. Gibt es ja auch manchmal. Ja, oh Gott. Ich glaube, das ist der Haupteingang oder so. Ja. Das sieht so aus. Aber hier ist auch gleich ein Verkäufer. Also, ich habe gerade. Falls das nötig ist. Mhm. Ja, ja, genau. Wir haben natürlich auch alle unsere Bomben und Medipacks und so weiter aufgefüllt. Nee, hier muss ich in die Ecke. Ja. So, ich werde ja gucken. So, da oben läuft einer. Ah, nee, das sind die Scharfschützen da oben. Na gut, aber die interessieren uns ja nicht. Ja. Wir sind hier nicht im Sperrgebiet. Da muss ich irgendwas zum Verstecken. Hast du schon eine Idee? Nee. So, irgendwo muss er, hängt er bestimmt. Nee, er hängt auch keine Strippe rüber. Du meinst diese die Telefonmasten? Allein. Obwohl es ja noch keine Telefonmasten gibt. Den kann ich auch noch umbringen. Ja. Oh, kommst du da an der Mauer? Achso, du willst den looten. Ja. Kommst du da an der Mauer hoch, die da ist? Oder ist die schon zu hoch? Hier? Die geht ja gerade. Ich glaube, oh, da sind auch ganz viele Wachen, die gerade vorbeilaufen. Ja, die gehen da weg. Die hier meine ich. Also ich denke mal, ich komme eigentlich schon. Es gibt schon mehr. Guck mal, da ist ja nur ein so ein oller Typ. Den kannst du ja, wenn du hinter ihm hoch, also jetzt siehst du ihn nicht mehr, aber gleich. Okay. Mal gucken. Ja, passt. Okay.
Jetzt machen wir kurz Adlerauge, bevor du ganz... Mhm. Da läuft der. Wo? Ach, da. Da. Den kannst du ja von hinten. Dann bist du schon mal drin. Das ist ja schon mal etwas. Achso, da ist dieser Baum, der... Nee, ich dachte, er läuft gleich wieder zurück, deswegen... Achso, das kannst du auch machen. Ich weiß jetzt nicht, dass er mich sieht. Na, er hätte sich ja anschleichen können von hinten. So, jetzt will ich nach oben? Na. Achso, er bleibt... Er geht eh nur bis da. Mhm. Na gut, dann muss ich jetzt kurz warten. Jetzt. Ja, nicht so weit. Schleichen, schleichen, schleichen! Töten! Sehr gut, das ist schon mal einer. Da hinten steht noch einer. Da steht noch einer. Der hat doch gerade eben sogar noch in die Richtung geguckt. Ja. Mach mal Igel. Kann ich nicht los. So, jetzt. So, jetzt guckt er gerade. Jetzt kannst du gerade schnell hinterherlaufen und ihn auch umbringen. Geht der in die andere Richtung? Ja, also jetzt, na, jetzt kannst du ihn auch noch erwischen. Schnell. Oh, verdammt. Zu langsam. Aber den, guck mal, den kannst du... Ja, aber da kommt gleich noch einer hinterher. Ja. Da hängen die so an die Mauer, da sehen sie dich nicht. Bist du weiter unten, genau so. Ja. Guck mal, das interessiert dich auch gar nicht weiter. Nee, genau. Hätte er wenigstens mal gucken können, was mit der Leiche ist. Das ist Dienst nach Vorschrift. Ja, nicht mehr machen, als gefordert ist. So. Ja, vielleicht außen rum. Wenn er mich geht das? Wenn er mich lässt. Vielleicht kann er dich nicht daran hängen. Na gut, dann nicht. Also eigentlich von der Bauart her müsste das ja gehen, aber will nicht. Na, will ich denn nicht. Dann würde ich warten, bis der wieder wegguckt und der andere wegläuft. Bist du sicher, dass die weg? Na, der hat doch vorhin auch in die anderen, aber da guckt ja noch einer. Oh, sind das viele. Kommt noch einer? Hm? Wo kommt noch einer? Na, da hinten war noch einer. Achso. Dann. Ich weiß nicht, ob er mich. Achso, aber der ist weiter unten. Na, kannst du jetzt beide umbringen? Gucken wir jetzt gerade. Ja, mach. Bring ihn einfach um. Na gut, jetzt würde ich ab. Jetzt haben sich noch so viele bemerkt. Ja. Beziehungsweise mich an die Mauer ranhängen. Aber jetzt bin ich schon mal auf der anderen Seite. Das ist doch schon mal ganz gut. Dich sieht keiner, dich sieht keiner. Die wundern sich, genau, könnte er hin sein? Ja. Vielleicht auf der anderen Seite? Nein. Jetzt mit der Bazooka einmal hin, hinschießen, dann sind die alle weg vom Fenster. Nein. Was gab's? Wenn wir viel Zeit hätten, könnten wir alle Wachen umbringen und einfach durchmarschieren. Wir haben jetzt schon 2 von 62. Ja. Problem ist ja auch, dass wir noch nicht wissen, wo wir hin müssen. Ja, deswegen müssen wir alle Wachen umbringen. Dann können wir einfach durchmarschieren. Ist dir lieber, wo dieser komische Germain ist? Na, bestimmt da genau in der Mitte, in diesem Burgverlies, Tempel, irgendwas. Kannst du ihn von oben hier so umbringen? Ja, dann würde ich auch ein bisschen noch nach links. Ja, ja. Ja, springt er oder gleich. Noch mal oben. Und jetzt assassinate. Und jetzt gucken wir, was so in den... Ja, du meinst, okay, die gucken gerade weg. Wer ihn finde? Nee, eigentlich. Ich wollte schon, dass du die Eagle Vision anmachst. Achso. Wo hast du der gerade? Wie viel Beweg habe ich mir da? Bist du schon mal drin? Da wollen wir hin. Wohin? Na, da in den Tempel. In die Burg hier. Hier genau. Rein, meinst du? Ja. Hier ist aber jetzt auch kein offenes Fenster. Na, ich würde erstmal hochklettern. Also, dass wir oben sind. Oben ist immer gut. Aber vielleicht nicht so. Ich kann von hier irgendwie ranspringen. Nee, na, bestimmt falle ich dann in den Graben. Ich glaube, ich bin schon mal die Burg hochgeklettert, als ich Sachen eingesammelt habe. Ja. Und das war ganz kompliziert. Oh, super. Und da waren ja auch keine Wachen. Aber ich glaube, hier, guck mal, da sind viele Fenster. Und Vorsprünge und so ein Kram. Vielleicht kriegst du es dahin. Das sieht ganz gut aus. Aber ich muss trotzdem erstmal ins Wasser springen. Das macht ja nichts. Ich mache mich doch nicht gerne nass. Du musst aber. Na? Du wirst übrigens gesehen. Jetzt nicht mehr. Okay. Mal gucken, jetzt kann er hier bestimmt nicht rüber. Doch. Aha.
Unser Arno kann doch was. Er hat was gelernt innerhalb der, weiß nicht, der 57 Folgen, die wir ihn schon begleiten. Das ist schon eine stattliche Zahl. Mhm. Ja, hier kommt man da wunderbar hoch. So, aber mach mal ab und zu. Ja, okay, kommen wir nicht mehr. Verdammt. Ja, ich glaube, ich erinnere mich daran. Kannst du wenigstens mal versuchen, mal in die Mitte gehen und dann nach oben? Vielleicht kriegt das. Du meinst hier bei. Ach nee, da kann er sich auch nicht festhalten. Ja. Nein. Wo bin ich denn da damals hochgeklettert? Ja, Karin, wenn du das noch willst. Ja, auch gemein, hier unten die schönen Fenster hinmachen, ja. Dass man denkt, dass man da super hinkommt. Ja, jetzt kann ich ja nur ins Wasser. Oder ich versuche nochmal. Ups, ja. Nicht so laut. Das hören doch die Fachleute. So, vielleicht gucke ich mal. Ja. Das sind ja nur ein paar. Guck mal in die Burg rein. Richtung Burg. Da irgendwo da. Guck mal, da ist er schon. Der Goldene. So, unser Ziel. Also, irgendwie müssen wir da rein, auf jeden Fall. Diese, da guck mal, da ist eine. Da, das ist gut. Jetzt aber nicht da hoch, sondern erstmal die Wachen auf der anderen Seite umbringen. Okay, also. Also, die sehen uns ja dann, wenn wir hier die Wand hochkraxeln und schießen. War auf der Seite. Hier war niemand, glaube ich, oder? Nee, da also war niemand mehr, aber ich würde trotzdem. Hier. Guck mal, da sind ja ein paar in der Mitte. Meinst du, ich komme da hoch? Ja, da musst du hoch, aber da wirst du gesehen. Aber wenn ich jetzt. Nein, da komme ich nicht hoch. Doch, musst du hoch, aber da wirst du gesehen. Hold a moment. Ja, versteck dich sehr gut. Sehr gut. Mal X. X, X! Hä? Wieso X? Na, weil du jetzt in der Cover bist. Und wenn einer vorbeikommt, kannst du ihn aus der Cover umbringen. Das sehen die ja immer nicht. Aber die geben sich auch keine Mühe. Wähl mal die Berserker-Blades ja, aus. Genau, ich hatte auch aber warte mal, da kommen jetzt welche. Oder einer kommt, glaube ich. Einer, den kannst du... Warte, und zwar... Jetzt. Ah, Mann, ey, ja. Das war nicht aus der Kamera. Ja, doch, irgendwie schon. Also ich habe mich nicht nach vorne gebracht. Okay, aber dann mach mal jetzt die Phantom Blades. Ja. Oder nicht die anderen. Berserker, den dicken da. Nee, hier. Achso, ich muss. Ich dachte, die wäre schon ausgewählt. Nee, die war nicht ausgewählt. Ah, jetzt kommt er, Scheiße. Ah, verdammt. Dann mach ihn aus der Deckung. Bloody hell. Schieß. Achso, du meinst ja, schießen. Ja? Das geht nicht. Na, jetzt. Und jetzt über die Mauer rüber. Über die Mauer. Nein, auf die andere Seite. Du bist dran. Achso, du meintest die steinerne Mauer. Ja, also auf die Außenmauer rüber. Dann hätten die sich erstmal miteinander beschäftigt. Ich dachte, das wäre jetzt naheliegender, darüber zu gehen. Nee. Da sehen die dich ja. Also können sie ja runtergucken, aber auf der anderen können sie ja nicht rüber gucken. Na, ich weiß nicht, ob die mich da gesehen hätten. Also ich wäre ja da nicht hängen geblieben, so wie auf der anderen Seite. Wäre ja dann runtergegangen. Ah, egal. Das ist ja auch egal, weil es sowieso viel zu viele Leute waren und ich sofort gestorben bin. Okay, nochmal. Ich würde sagen, wir gehen zur gleichen Stelle. Ja, jetzt ist die Frage nur... Runterhüpfen? Wie weit bin ich denn rumgekommen? Ich weiß, runter. Sag mir doch erstmal die Himmelsrichtung, das würde es schon mal vereinfachen. Die Himmelsrichtung, ein bisschen. Naja, Norden, links oder rechts. Na, wenn du jetzt runter gehst, geh erstmal runter vom Fußboden. Nicht gegen die Wand. Ja, aber wenn du weißt, wo das ist, dann kannst du mir doch sagen, ob links oder rechts. Na, und jetzt nach rechts. Ja, aber ich hatte doch exakt die gleiche Ansicht, Conny. Nee, aber du hast eben zur Wand geguckt, zur anderen Seite. Und da ist es ja andersrum alles. Hä? Nein, ich habe gerade exakt, also das war exakt die Sicht sozusagen. Ja, aber dann hast du ja als runter erklärt, du bist zur Hauswand geguckt. Ist egal. So, jetzt läufst du bis zur anderen Ecke hinter. Ich wusste ja halt jetzt auch, also dass ich rechts gelaufen bin, war mir schon klar. Ich wusste bloß nicht, ob ich um zwei Ecken gelaufen bin. Weißt du, also dann hätte ich auch einfach links. So, und jetzt ungefähr hoch. Also weg davon.
Da so. Nein, weiter vorne. Nein, also zurück. Zurück. Da. Und da die Wand hoch. Und es geht. Nee, links wollte ich an. Ah, nee, da ist dieses Camp, deswegen komme ich da nicht ran. Hier. Nee, da kommt auch nicht hochkommen. Wo bist du denn vorhin? Da waren irgendwelche Sachen zum. Okay, dann musst du nochmal da hoch. Zwei noch einmal um die Ecke rum. Ach, hier, da war noch so ein Absatz. Ah, okay. Genau, dann klettern wir hier hoch. Nee, dann gehen wir nicht da rein. Hoch. Und Achtung, da ist einer. Da ist schon einer? Na, da stimmt doch einer. Genau, der da. Ah. Den müssen wir erst umbringen. Und möglichst so, dass uns keiner sieht. Kletter hoch. Hoch. Meinst du das ja nicht dann? Nein, der sieht dich nicht. Hoch. Und er ist es jetzt. Viereck, reicht schon. Okay, gut. Jetzt springst du ins Wasser, liebe Gina. Aber hier sind keine Leitungen. Na, da hinten. Nee, da sind keine. Spring ins Wasser. Aber warum muss ich denn jetzt ins Wasser springen? Naja, du willst ja einfach hinten rüberklettern. Naja, aber dann sehen die dich doch. Wenn du von unten runter hoch kommst, dann sehen die dich nicht. Glaub mir mal, spring ins Wasser bitte. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Na, du kannst doch dann, wenn du dann da hochkletterst, dann kannst du den noch aus der Deckung umbringen, wie eben. Wenn du jetzt darüber kletterst, dann sehen die dich doch schon von Weitem. Du musst da noch weiter nach rechts. Ja, wenn die Kamera das mitmachen würde. Nein, mach die nicht mit. Hallo, vorhin bin ich doch an der Säule lang geklettert, genau. Ey. Warum wollen die? So, jetzt ist der Computer abgestürzt. Jetzt ist irgendwas abgestürzt, ja. Der Nein. Computer komplett. Genau. Gia, technischen Fehler. Gia kennt den Plan. Also erst Eagle Vision. Erst Eagle Vision. Ja, so, aber zurzeit will er auch gerade wieder nicht. Er will nicht jetzt. Dann versteckst du dich schnell. Versteck dich hinter den Kisten. Der sieht dich. Nein, hinter den Kisten. Hinter den Kisten. Nein, jetzt sehen die dich, Gia. Jetzt sehen die dich. Ja, jetzt komme ich mal hier aber auch nie weg. Dann verstecke ich wenigstens hinter der Kante hier. Ah, ey. Versuch ich doch, verdammt, wenn er an die rechte Kante springt. So, gleich schießt er auf dich. So. Ach, wieso schwimmen die einfach um die Ecke? Na, aber da sehen dich doch andere. Ja, hier sieht mich doch keiner. Ja. Oh, das ist alles aufregend. Vielleicht hätten wir doch anderes machen sollen heute. Zum Beispiel DHL-Paketfilialen suchen. Ich habe mir ein Paket bestellt und mir wurde gesagt, vor wie vielen Wochen? Naja, es wurde zum zweiten Mal zugeschrieben. Erstmal lag es ja eine Woche in der Filiale und jetzt liegt es auch in der Filiale laut Sendungserfolgen und ich wohne in Berlin. Dort gibt es ungefähr 1 Million Filialen. Soll ich die jetzt alle durchkämmen? So, jetzt schnell. Schnell. Aber jetzt gucken die doch gerade. Na gut, dann nicht. Ja. Und deswegen habe ich gerade Frust wegen einem bestimmten Paketdienstleister. Oder wie das heißt. So. Jetzt kommst du hoch. Und schön vorsichtig. Und gleich hinter die Kisten. Ducken. Und X in die Cover. In die Cover. Sehr gut. Du bist nicht in Cover. Jetzt bist du in Cover. So. Interessiert sich nicht keiner für. Und jetzt wählst du die Berserk Blades aus und triffst den Schwarzen. Weißt du noch, wie es ging? Genau. Und jetzt den. Genau, und jetzt schießen. Ach, verdammt. Er verändert die Sicht. Jetzt schießen. Mann! Und jetzt, genau. Na, ist egal, den kriegst du. Hallo. Den kriegst du alleine. Die anderen, die kämpfen sie ja dann jetzt schnell wieder in die Cover. Genau, jetzt kämpfen die alle mit dem Dicken. Und hoffentlich geht es so aus, dass der Dicke. Ja, so viele wie möglich umbringt. Genau. Hui. Oh nee, nicht der Scharfschütze. Ach, den macht er unseren Dicken nicht kaputt. Guck mal, der hat ja auch irgendwer nicht gesehen. Den alleine, also, alleine ist egal. Hallo. So, jetzt schnell wieder in die Deckung. Geh in die Deckung. So,
So. Zum x-ten Mal. Wie sieht's aus? Guck mal, hat er gleich. Aber an sich kann ich die jetzt auch kurz looten oder sehen die nicht? Nee. Tja, du bist ganz schön riskant unterwegs. Ja, aber ich sehe doch, dass die mich nicht sehen. Also, muss doch nur darauf achten, dass dieses also hast ja eh Augensymbol. Alles, was du brauchst, dass du noch keine Medizin gebraucht. Mhm. Ist der schon beim nächsten? Ja. Oder ist es immer noch der Scharfschütze? Ich glaube, das ist schon der nächste gewesen, der auf der Seite ist. Ach, guck mal, da stehen direkt dahinter, stehen immer welche, die interessiert das gar nicht. Na, vielleicht geht der Dicke ja sogar noch weiter zu denen. Na, hoffentlich. Nachdem er fertig ist mit dem. Ich hab schon wieder vergessen, wie die Dicken heißen. Berserker. Heißen die Berserker? Weiß ich nicht. Oder vielleicht heißen die auch anders. Oh, die sind beide infiziert, verdammt. Na, die bringen sich ja trotzdem also, gegenseitig um. Ja, die bringen sich gegenseitig um, aber die werden dann wahrscheinlich nicht noch andere. Oh doch, einer kommt angerannt. Yay. Sehr gut. Und er hat einen umgebracht. Ja. Das sind aber ganz viele Creed Points. Da könnten wir theoretisch noch irgendwas aufleveln. Aber ich möchte erstmal. Oh, da schießen die auch noch. Meinst du, ich kann hier jetzt schon rübergehen? Nee, lass mal. Ich würde bis einer übrig ist und den dann noch per Hand. Also selber. Handarbeit. Selber umbringen. Och man, muss ich mir doch noch die Hände schmutzig machen. Ja. Und dann würde ich rüberlaufen. Genau. Guck mal, wer ist noch übrig? Der Berserker ist übrig. Ja. So, dann schleich dich mal an. Ja. Oder sieh dich halt. Aber den kriegst du hin. Sehr gut. Kein Schaden mehr. So, und jetzt? Warte, der hat bestimmt viel Geld. Aha, und hier, du willst mal alle looten. Ja, siehst du, der hatte so viel Geld, was man ohne. Ja, aber ich meine, für einen Gegner hatte er sehr viel Geld dafür, dass die auch mal nur so 12 oder so haben. Jetzt geht's aber endlich rüber. Nicht? Springen. So, und hoffentlich geht's hier dann bis ganz nach oben. Oder nicht? Doch. Ja, nicht geradeaus. Oh, da ist ein Fenster. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Guck nochmal nach oben, bitte. Nein, runter. Warum hangelt er sich denn nicht ran, so wie sonst? Kannst du mal nach oben, also jetzt, na gut, jetzt nicht mehr, aber wenn du denn nochmal Eagle Vision machst, nach oben gucken, ich will wissen, in welcher, da ist er. Da ist Jermaine. Der ist, also eine Etage über uns. Genau. Ich schätze mal, das ist aber schon so gedacht, dass wir hier durch sollen. Ja, ich glaube, also sonst wäre ja da wohl nicht das offene Fenster. Das wäre ja dämlich. Ach toll, jetzt habe ich nochmal auf die Wachen geachtet. Du kannst ja mal auch einen Berserker-Pfeil reinschießen. Kriegst du das hin von der Sicht aus? Also ich glaube nicht von. Also wenn ich hier draufstehe, vielleicht schon. Aber dahin steht auch ein Dicker. Also, weil. Nee, das geht nicht. Also ich muss schon da raufklettern. Ah, runter? Pfeil nach unten. Geh runter! Oh. Junge. Mal stehe ich das nicht, sonst klappt das doch immer, wenn man auf einer Stange steht und einfach Kreis drückt, dann hangelt er sich ran. Aber er geht immer auf diese blöde Kante. Ja. Okay, wir können wir sind bis hier gekommen und hoffentlich sterben wir nicht nochmal. Dann machen wir mal einen Break. Genau. Ja. Wir sehen uns nicht, alles ist sicher. Und ich darf dann das weiter. machen. Durchschleichen. Ja, aber wir haben ja schon mal einen Plan. Das ist ja mal gut. Ach so? Also, das wird bestimmt ich schon klappen. Ja, du hast doch einen Plan vorgeschlagen. Dich da hinstellen und wieder so ein Berserk-Blade. Irgendwann nutzt sich das auch ab. Ja, wir haben vor allem nur zwei. Also, naja, beim nächsten Mal nutze ich das sowieso ab. Na gut. Okay, ja, bis dann. Ciao.